Es war ein Spitzentreffen in der Champions League Hammergruppe A. Die Zebras hatten den ungarischen Meister Veszprém und den Fußball-Bundesliga-Trainer Markus Gisdol vom HSV Hamburg zu Gast. Theo und Alfred haben gesagt, dass sie die Mannschaft umbauen werden und umbauen müssen. Und wenn ich sehe, dass man dann aktuell jetzt wieder in der Spitze der ersten Bundesliga spielt und jetzt in der Champions League auch wieder gute Karten hat, dann glaube ich, ist dieser eigentlich große Umbruch sehr erfolgreich vonstatten gegangen. Man sollte da nicht immer gleich erwarten, dass dann gleich immer die Titel dastehen, sondern man braucht dann auch die notwendige Zeit. Und das ist das Schöne im Handball. Im Handball gibt es die meistens noch im Gegensatz zum Fußball. Mit einem Blitzstart lagen die Kieler schnell mit 5:1 vorne. Wir haben zu viele technische Fehler gehabt da im Schlussphase der ersten Halbzeit und dann kommen die wieder dran. Doch Veszprém startete eine Aufholjagd und ging sogar in Führung. Wir müssen besser in Abwehr stehen. Da hat die letzte 5-10% gefehlt, fast den ganzen Spiel. Sie haben richtig lange gespielt und dann haben sie einfach ein einfaches Tor gemacht. Ich bin nicht so zufrieden mit Abwehr. Da müssen wir mehr zulegen, speziell gegen so ein gutes Gegner wie Veszprém. Das Publikum unterstützte ihr Team wie gewohnt mit einer tollen Kulisse und so schafften die Zebras das Spiel zu drehen. Doch es war einfach zum Haare raufen. Veszprém gelang noch vor der Pause der Ausgleichstreffer zum 15:15. Eine schlechte Chancenverwertung tat in der zweiten Halbzeit ihr Übriges. Der THW Kiel lief einem Rückstand hinterher. Eigentlich haben wir ein bisschen die Geduld verloren, fand ich, im Angriff. Wir haben technische Fehler gemacht, Fehlpässe die letzten 10 Minuten vor der Pause, die uns mit Sicherheit die Führung gekostet haben. Bis das haben wir gut angegriffen. Am Ende reichte es für die Zebras nur zu einem 25:27. Eine Niederlage, die sicherlich wehtut. Ich finde, dass wir spielen gute Handball und kriegen halt gute Chancen. Und wenn wir die besser nutzen, dann gewinnen wir auch, glaube ich.